Es gibt Neuigkeiten von Waves und dieses Mal ist es kein neues Plugin, sondern ein komplett neues Lizenzierungsmodell. Bis vor kurzem war es so, dass man bei Waves ein Plugin kaufen konnte. Es gab Deals, es gab Bundles, es gab den Update-Plan. Das ist jetzt alles passé, denn es gibt jetzt Waves Creative Access. Und wir gucken da mal rein. Das ist ein Abo-Modell. Man hat hier Zugriff auf 220 Waves-Plugins. Nicht immer. Und wir gehen mal ins Detail, weil wir uns mal diesen Start Free Now Button vornehmen und einfach mal draufklicken. Und jetzt haben wir ein paar mehr Details. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modelle. Wir haben Waves Essential und Waves Ultimate. Bei Waves Ultimate hast du Zugriff auf alle Plugins. Das sind mehr als 220 Stück. Und Waves Essential bietet dir Zugriff auf die Hälfte, also 110. Bei Waves Ultimate zahlst du $25, bei Waves Essential $15, also $10 weniger. Und wenn du das Ganze probieren möchtest und möchtest nicht gleich dafür zahlen, dann kannst du das Ganze auch für 7 Tage lang kostenlos ausprobieren. Die Frage ist natürlich, was ist da jetzt eigentlich alles enthalten? Das können wir wunderbar vergleichen. Wenn ich hier draufklicke auf See Included Plugins, dann haben wir so eine tolle Vergleichstabelle. Und man kann auch Plugins suchen, man muss jetzt nicht durchscrollen. Ich nehme jetzt auch nicht alle Plugins hier mit, aber ich gehe mal so die besten, wo ich sage, die sind cool, dass sie bei Waves Essential mit dabei sind. Wir haben bei Waves Essential zum Beispiel Clarity VX, also das Plugin, womit ich Hintergrundgeräusche entfernen kann und die Stimme übrig bleibt. Wir haben den Vocal Rider, CLA Vocals, wir haben den Vocal Bender. Dann gibt es Renaissance Vox, was leider nicht enthalten ist, ist der CLA 2L Kompressor. Dafür haben wir jetzt aber CLA 76, den Kompressor. Wir haben den SSL E-Channel, den NS1 Noise Suppressor, Old but Gold. Es gibt das H-Delay, den L2, Renaissance Bass, die Puigtec EQs, den DSer, Soundshifter, S1 Stereo Imager, den Renaissance Kompressor, Doubler, oh, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, CLA Ecosphere, Liltube MV2, es gibt die Gitarreneffekte, Sibilance, Effektes Mushroom, Scrummer Master Tape, den L1. Also es ist wirklich ziemlich viel dabei. Und ich denke, jeder muss für sich selber entscheiden und rausfinden, reicht die Auswahl, die ich bei Waves Essential habe oder nicht. Wenn ich jetzt eigentlich damit zufrieden bin und brauche jetzt mal ab und zu ein Plugin aus Waves Ultimate, dann kann ich natürlich in diesem Monat einfach mal upgraden auf Waves Ultimate und dann wieder sagen, nö, jetzt reicht mir Waves Essential. Und das Ganze kann ich jetzt auch entweder im Monat zahlen oder jährlich. Dann sieht es so aus, dass wir bei Waves Ultimate $250 zahlen im Jahr und bei Waves Essential 150. Es gibt aber noch einiges mehr. Es gibt nicht nur die Plugins und die Updates. Hier steht auch, alle Updates sind inkludiert. Also es gibt nicht mehr diesen Update-Plan, sondern die Updates sind natürlich auch mit drin. Genauso wie alle neuen Plugins. Da ist natürlich spannend, welche von den neuen Plugins auch in Waves Essential drin sind und nicht nur in der großen Version. Dann gibt es aber noch was, und zwar Studioverse. Das sind verschiedene Chains, die natürlich von Profis wieder erstellt worden sind. Thousands auf Mixing Chains in a Click. Find Thousands auf Plugin Preset Chains with more added regularly. Also diese Base wird natürlich auch immer wieder mehr wachsen. Und wichtig ist, dass ich die nicht nur einfach suchen kann, sondern dass im Hintergrund auch eine AI werkelt. Delivered by Musically Trained AI in your DAW. Tell Studioverse what you want. It will deliver. Just hit the Scan Audio Button. Das heißt, ich klicke hier diesen Scan Button und dann sagt die AI, alles klar, du willst in die Richtung gehen,
das ist jetzt dein Material, dann sind diese Chains für dich ziemlich gut. Finde ich einen interessanten Ansatz. Diese Plugins oder die Presets wussten ja oft, wohin man möchte, aber oft war es ja so, dass ich ein anderes Quellmaterial hatte oder dass man vielleicht nicht genau weiß, okay, was ist jetzt eigentlich die Stilrichtung? Und wenn da die AI noch ein bisschen helfen kann, ist natürlich cool. Die Frage ist auch, inwieweit diese Chains dann noch angepasst werden, dass man sagt, ja, hier ein bisschen weniger Höhen oder ob die Chains einfach nur reingeladen werden. Also ich klicke den Scan-Audio-Button. Studio versus Musical Machine Learning Engine will learn your track's audio ID and instantly recommend mixing chains matching your unique sonic fingerprint. Das finde ich echt interessant. Also es ist ja auch oft so, dass man nicht nur eine Audio-ID hat. Ich mache ja viel im Werbebereich, dann für Planetarien, für Events. Also das soll jetzt gar nicht alles gleich klingen. Wenn ich natürlich den ganzen Tag nur Klassik mache oder die EDM. Aber ich finde das mal ziemlich interessant und bin gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte. So you can shape your sound instantly. How to get started. Jetzt gibt es auch schon ein Video. Also da bin ich mal sehr interessiert, wie das ist. Ähnlich ist das ja auch bei Slate Digital. Da gab es auch irgendwann die ganzen Plugins einzeln zu kaufen. Irgendwann haben die komplett geswitcht. Es gibt jetzt noch All Access Pass. Also ausschließlich. Ich glaube, man kann die Plugins selber gar nicht mehr kaufen. Und wir haben hier einmal den Best Deal für $10 im Monat. Mehr als 75 Plugins. Dann haben wir statt $10 im Monat die $25 im Monat. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass ich mich bei einem $25 im Monat nicht auf eine Laufzeit festlege, sondern Monat für Monat das Ganze kündigen kann. Und bei einem anderen, glaube ich, ist es anders. Und dann haben wir die Möglichkeit, noch $149 im Monat, im Jahr zu bezahlen. Dann gibt es noch Plugin Alliance. Die bieten so eine Hybridlösung an. Und zwar kann ich mir Plugins weiterhin kaufen, dann habe ich gar kein Abo-Modell und das ist das, was ich bis jetzt habe. Und meistens gibt es auch irgendwelche Deals, dass man sagt, so, jetzt gibt es das Plugin nochmal für $29 statt für 300 oder so. Und wir gucken uns mal die Deals an, denn auch da gibt es noch eine kleine Besonderheit. Wir haben den Mega-L-Deal, da zahle ich $15 im Monat. Dann haben wir Mega XL 25 und Mega XXL, da zahlt man $30 im Monat. Und bei Mega L habe ich, wenn ich das Ganze ein Jahr laufen habe lassen, nach einem Jahr 3 Plugins kostenlos mit dabei. Bei Mega XL 6 Plugins und bei Mega XXL, wo ich also die $30 zahle, 10 Plugins pro Jahr. Jetzt kann man sich sagen, Moment mal, warum soll ich denn noch Plugins kostenlos mit dabei haben? Die sind doch sowieso in dem Deal schon mit drin, ja? Und jetzt kommt's, es kann ja sein, dass ich sage, ich habe jetzt alle Plugins ausprobiert, ich brauche aber nur 10 Stück davon. Dann suche ich mir diese 10 Stück aus, die gehören dann wirklich mir. Ich brauche dafür nicht mehr das Abo-Modell, kann das Abo-Modell also komplett canceln und kann weiterhin mit diesen Plugins arbeiten. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz an, was so gerade die Deals sind auf der Seite. Also wir haben zum Beispiel das Plugin The Oven, kostet normalerweise 349 und jetzt 49,99. Ich finde es schön, weil hier die Möglichkeit gegeben wird, dass du dir aussuchen kannst, welches Modell du nimmst. Und du kannst ja eben auch so eine Mischung nehmen. Abo-Modelle haben natürlich den Vorteil, dass man hingeht und sagt, ich habe die Möglichkeit, für wenig Geld alle Plugins zu nutzen. Ich habe die Möglichkeit, für wenig Geld einfach mal alles auszuprobieren. Umgekehrt sollte oder kann man sich auch mal ausrechnen, wie viel Geld zahle ich denn
wenn ich jetzt das Abo-Modell mal vergleiche mit dem, wenn ich die Plugins gekauft hätte? Oder umgekehrt, was ist, wenn ich die ganzen Plugins, die ich jetzt nehme, wenn ich die zur Verfügung habe, was würde ich dann zahlen im Vergleich zum Abo-Modell? Aber umgekehrt auch das Gegenteil, wenn ich wenige Plugins nur nutze und sage, na gut, die hätten mich jetzt vielleicht $100 gekostet und jetzt muss ich ja viele andere Plugins mitbezahlen, die ich überhaupt nicht nutze. Und ich persönlich, ich möchte auch gar nicht Zugriff auf alle Plugins haben. Ich habe mich bei Plugin Alliance direkt dagegen entschieden, weil ich nur die Plugins nutzen möchte, die ich auch wirklich nutze, die ich kenne, wo ich eingegroovt bin. Sonst fängt man an, sich wieder irgendwie in Plugins auszuprobieren, zu verhaspeln, und die Zeit habe ich einfach nicht. Aber es gibt ja sicher auch Leute, die sagen, ey, ich finde super klasse, darum probieren, und dann gibt es ein neues Plugin und ich muss mir keine Gedanken über die Kohle machen. Auch super. Ja, und dann sollte man sich natürlich überlegen, wie viele Abo-Modelle hast du denn mittlerweile? Hast du Slate Digital? Hast du Plugin Alliance? Kommt jetzt das noch drauf von Waves? Nutzt du das Abo-Modell von UAD? Und da kann es ja sein, dass du schon locker bei über $100 bist. Und dann stellt sich die Frage, Amazon Prime und Netflix und Disney Plus oder doch die ganzen Plugins? Also mich interessiert deine Meinung. Wirst du hier aufspringen auf das Abo-Modell? Wie gefällt dir das Ganze? Bist du generell pro Abo-Modell, kontra Abo-Modell? Was gefällt dir davon am besten? Schreib mir einfach deine Meinung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!